Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir werden gleich mal ein paar Sachen ändern. Und zwar, ich guck mal gerade, wie viel Platz wir hier noch für Hundebettchen hätten. Diese beiden hier, die stellen wir raus. Oder, ja, zumindest einen davon stellen wir raus. Und die stellen wir hier noch hin. Da haben wir noch Platz. Das geht. Das ist kein Problem. Und da würde ich an diese Stelle gerne diesen Arbeitsplatz verlegen. Ist halt ein bisschen blöd, weil wir uns die Aufgabe nicht merken können. Das ist jetzt aber auch nicht so das Riesendrama. Ja gut, wir müssen warten, bis das Bettchen weggestellt wurde. Und dann kommt das da. Oder wir können das richtig löschen. Und wir bauen dann halt eine neue Station zum Bauen des Rauchplatzes hierher. Denn ja, wer hier im Lager steht die ganze Zeit, da hat einer von euch kommentartechnisch schon recht gehabt. Der wird relativ unzufrieden durch die ganzen Sachen, die hier liegen. Das mögen die ja nicht so gern. Von daher, wenn wir da ein bisschen Abhilfe schaffen können, ist das auch gut. Okay, so, Lampen stehen hier unten und blockieren Lagerplatz. Aber ein bisschen hell, ein bisschen Licht ist schon wichtig. Und dann gucken wir nochmal kurz in den Stall. Jawohl, da ist soweit der Stallboden auch fertig. Dann könnten wir jetzt noch den Heuboden legen. Dafür haben wir extra die Mod, also den Strohboden. Der soll jetzt komplett hierher kommen. Und jetzt kommt noch was Neues. Ich habe mir nämlich überlegt, dass wir die Zone, die wir hier fürs Heu haben, na, die man jetzt nicht mehr so gut erkennen kann, also ihr wisst schon diese hier, dass wir die ein wenig ändern. Und zwar, oder ja, ändern ist nicht richtig, ich kopiere die Einstellung davon. Und dann werden wir jetzt in jedem einzelnen Stall eine eigene kleine Zone für Heu errichten. So, auch hier und hier. Und die Einstellung jeweils einfügen. So. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Ich bin noch nicht sicher. Jetzt müssten wir diese hier löschen. Und warum ich das mache, erkläre ich auch gleich. Sobald das Zeug ein bisschen hin und her verteilt wurde. So, mal schauen, wie schnell und ob das überhaupt vernünftig passiert, ob jedes Lager auch was abbekommt. Das wäre nämlich schon wichtig. Da kommt der Heuboden rein. Das macht Riesling, die bedient sich natürlich hier direkt beim Heu. Sehr praktisch. Dadurch geht das Ganze schön schnell. Wunderbar. Ja, das sieht doch gut aus, oder? Also ich mag's und ich finde, dass wir das durchaus auch noch in diesen Bereich legen sollten. Passt irgendwie einfach ein bisschen besser. Und dann nehme ich die beiden Säulen doch weg. Das gefällt mir doch nicht so gut. Ich dachte so als kleinen Durchgang, aber ist unnötig. Nehmen wir weg. Okay, also es wird auf jeden Fall Heu überall platziert. Ob das dann jetzt immer genug ist, das müssen wir im Auge behalten. Denn wenn wir die Tierzonen anpassen, um das System so zu nutzen, dass Heu nicht mehr zentral liegt, sondern nur noch in den Ställen, dann müssten wir halt eben schon sicher gehen, dass überall was liegt. Aber jetzt liegt in jeder Zone was drin. Die sind auch als wichtig markiert. Ne, Priorität nochmal. Da haben wir ein Problem. Die Priorität sollte auf bevorzugt stehen. Und wenn ich jetzt die Einstellung mir kopiere und einfüge, dann übernimmt er das bevorzugt auch. Ich hoffe, dass das was bringt. Ich meine, wenn alle Heulagerflächen bevorzugt sind, dann sind sie auch alle irgendwie normal, also gleichwertig. Müssen wir uns mal anschauen. Wo kommt denn jetzt das ganze Holz hierher? Ach, der Holzboden, der hier rausgenommen wurde. Der bleibt dann liegen. Okay. So, es verteilt sich so langsam. Ich bin mal wirklich gespannt, ob das noch weitergemacht wird. Ja, es kommen immer wieder mal Huskies oder Wölfe vorbei, die das rüberlegen. Da ist ein Großhändler und zwar ein Schiff. Rieslings Fressattacke ist schon vorbei. Die war ganz am Anfang. Und ja, dann schicken wir Umbra, der schläft gerade. Es ist 22 Uhr, den können wir nochmal rausholen. Sprechen wir noch einmal mit dem Großhändler. Gucken mal, ein bisschen Geld verdienen wieder. Das wäre doch schön. Der hat Schweine dabei.
Ja, die wollen wir eigentlich selber züchten. Nee, Schweine, Moment, Schweine. Schweine. Das dauert alles ein bisschen lange, ne? Also wir haben auf jeden Fall Hühner dabei, Küken sind auch dabei. Das sollte aber auch von der Zucht selbst passieren. Also hier sind zwei Hennen zum Kauf, da noch eine Henne, ein Hahn. Einige, das hier ist übrigens unser eigenes Küken, sehe ich gerade. Das ist also vor 4 Stunden geboren. Sehr schön, dann trägt unsere Zucht schon die ersten Früchte. Alpaka weiblich, Alpaka männlich. Da gibt's auch mal, und da müsste es auch mal Nachwuchs geben. Das fände ich schon ziemlich gut. Da müssen wir aber, glaube ich, noch ein bisschen Geduld haben. Okay, also was verkaufen wir? Auf jeden Fall Holz. Moment, wir kaufen erstmal die Bauteile, damit wir wissen, was wir ausgleichen müssen. 28 Bauteile. Stahl haben wir noch 5600. Das ist eigentlich mehr als genug. Zumindest im jetzigen, zum jetzigen Zeitpunkt brauchen wir nicht ganz so viel. Von daher lasse ich das mal mit dem Kaufen. 3 Rauchblattblätter haben wir noch im Lager, liegen weg damit. Rauchblattjoints sind zurzeit keine fertig, wie es aussieht. Ne, sind keine fertig. Und ja, wir können auch keine Kleidung verkaufen. Dann würde ich sagen, gleichen wir einfach nur diese 747 aus. So, kriegen wir noch 633 wieder. Zugewinnen ist ja auch nicht verkehrt. So, unser Stall. Jetzt ist er zumindest fertig. In jedem... Ja, hier liegt mir noch ein bisschen zu wenig. Aber in jedem Stall liegt auf jeden Fall schon mal Heu. Das heißt, wir können die Zonen nämlich überarbeiten. Wir haben ja Stall, Stall männlich und weiblich definiert. Und die männlich und weiblich Zonen, die sind halt eben, die überschneiden sich hier so. Und unten sind noch die extra Zonen. Und ich bin nicht sicher, ob die beim Durchqueren nicht doch Kontakte haben könnten. Deswegen machen wir das jetzt nochmal neu. Wir gehen in die Gebiete und den kompletten Stall können wir behalten. Stall männlich können wir auch behalten, Stall weiblich ebenfalls. Aber wir müssen das umbenennen in Schweine. Schweine weiblich und Schweine männlich. Ja, fast richtig. So. Und dann können wir die Schweine auf jeden Fall schon mal trennen. Eber, Sau, Ferkel, tja. Weiblich, männlich, männlich. Also, männlich, männlich. Moment, das war doch weiblich. Ja, passt. So, was haben wir noch? Die Alpakas? Ja, da kommen wir gleich zu. Das werden eigene Ställe sein. Und die Hennen und Küken ebenfalls. Also müsste man jetzt schon gucken, welches Geschlecht hat das Küken. Ja, da kommen noch neue Zonen zu. Also von daher machen wir jetzt erstmal die Schweineställe. Aber ins Gebiet erweitern. Schweine männlich. Wir müssen es erst verkleinern. Schweine männlich. So. Die Schweine packen wir hier rein. Oder, Moment, das sind große Gehege. Hier würde ich die Alpakas reintun. Dann machen wir die Schweine hier auf die linke Seite, so wie es auch war. So, hier die männlichen Schweine. Und die weiblichen Schweine hier. Und dann da raus. So, die müssten sich jetzt gleich, wenn sie wach werden, auf jeden Fall schon mal bewegen. So. Jetzt ist es richtig. Männlich, weiblich, jawohl. Und gegenüber machen wir jetzt die Hühner. Das heißt, es gibt 2 neue Tiergebiete. Prissy hat ein Junges zur Welt gebracht. Das ist eins unserer Huskies oder Polarwölfe. Neues Tiergebiet, 1, 2. So, das hier ist dann... ich nenne die jetzt Hühner. Männlich. Und Hühner, hoppla, Hühner weiblich. Und dann gibt es noch zwei Tiergebiete im Moment. Kann ich nicht noch mehr... Gebiet 1, Gebiet 2, Gebiet 3, Stall, Schweine... Kann ich kein Tiergebiet mehr erstellen? Moment, Hühner, weiblich. Ich kann nicht so viele Tiergebiete haben. Was ist denn da los? Das ist jetzt aber nicht so schön.
Da gibt es ein Limit. Das wusste ich nicht. Hm. Nicht so schön. Ist halt die Frage, wenn ich jetzt ein Gebiet erstelle, ob ich das auch einem Tier zuweisen kann. Das wäre dann jetzt zum Test Alpaka männlich. Gucken wir mal. Nee. Das funktioniert nicht. Tja, dafür müsste dieser Reiter größer sein. Oh, das ist schade. Dann macht das, was ich hier gemacht habe, natürlich keinen Sinn. Ich hätte es gerne gehabt, wenn jedes Tier seinen eigenen oder jede Tierart seinen eigenen Stall für Männchen und Weibchen gehabt hätte. Und da wir uns ja jetzt auf Alpakas, auf Schweine und auf Hühner geeinigt haben, wäre das ja ideal gewesen. Aber wir können nicht so viele Tierzonen machen. Zumal wir ja auch noch die eine Stall-Gesamtzone brauchen, damit auch Zucht passieren kann. Ja, leider nicht möglich. Dann würde ich sagen, nicht die Outfits, Moment. Die Gebiete verwalten, die Alpaka-Zone klappt schon nicht. Dann müssen wir das wieder anders machen. Dann machen wir das wieder auf Stall. Stall männlich. Stall weiblich. Okay. Dann können wir die beiden löschen. Brauchen wir dann nicht mehr. Und dann können wir die Tiere wieder neu zuweisen. Männlich, beziehungsweise ist ja richtig zugewiesen. Wir wollen sie ja momentan eh alle auf Zucht stehen haben. Von daher ist es ja eh im Moment noch gar nicht spruchreif, die so aufzuteilen. Aber ich hätte das schon gern gemacht, muss ich sagen. Tja, okay. Also, zugewiesen sind sie. Wir müssen die Zonen noch wieder ändern. Stall männlich ist dann halt das hier und das hier. Und Stall weiblich ist das hier. Und das hier. Das hier nicht. So, kurz gucken. Männlich passt. Weiblich passt. Gesamt passt auch. Okay. Alles klar. Dann machen wir hier ganz normal weiter wie bisher. Schade. Aber ich finde es schon mal ganz gut, dass das Heu hier rauskommt und in jedem Stall was ist. Dann kann man die halt wirklich auch komplett trennen und muss die nicht hier in der Mitte noch rumlaufen lassen. Außerdem, und das ist natürlich jetzt ein weiterer Vorteil, könnten wir hier wieder Heugras anpflanzen und das Dach entfernen. Und das... Oh, wir haben Feuer. Ah, da ist eine Bumratte. Oh, die ist aber direkt vor der Tür. Das machen wir mal direkt zum Heimatgebiet hier. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen größer werden. Und dann wollen wir mal direkt Leute zum Löschen kommen lassen. Da ist schon Bricks, okay. Bloß nichts an die Wand kommen lassen, na, da ist es schon soweit. Da kommt der Nächste. Ja, die Leiche wird weggetragen. Da kommt noch jemand zum Löschen, okay. Das ist gut. So, drin brennt es aber auch hier. Hallo? Okay, alles klar. Ah, da ist nichts passiert. Hätte aber ganz leicht was passieren können. Ja, so ein bisschen drumherum, wenn mal Feuer ist, schadet also nicht. Sonst bin ich schon mehrfach darauf hingewiesen worden, dass ich doch ausstellen soll, dass sich die Heimatzone erweitert. Aber wenn ich zum Beispiel so ein Feld anlege hier, ja, dann möchte ich ja eigentlich auch, dass da was passiert. Aber es stimmt eigentlich schon. Man muss es eigentlich nicht ganz so groß haben. Zumal das halt auch Reinigungsarbeit bedeutet. Und das braucht man ja nun nicht immer. Nicht permanent. Aber bei Feuerlöschen, das ist halt schon wichtig. Und auch aufräumen, wenn hier ein Überfall war. Dann soll natürlich schon ein bisschen sauber gemacht werden und so, ne? Also, deswegen ganz weg will ich es jetzt eigentlich nicht machen. Na, ich denke so. So ist es auch okay. Ja. So. Wir gucken gleich, was das für Meldungen sind. Okay, so soll es jetzt aber auch reichen. Und eben schauen. Also Störung Heizung, okay, das ist kein Problem. Den Großhändler haben wir schon gehabt. Von daher können wir weitermachen. So, ich möchte halt das Dach abreißen, um da jetzt nochmal wieder drauf zurückzukommen. Kein Dach erstellen hier.
werden wir dann jetzt eine Freiluftzone haben. Und wenn den Tieren halt eben kalt ist, dann gehen die in den Stall. Apropos kalt, da seht ihr schon, nächste Plan. Hier muss natürlich Heizung rein. Wir werden das so machen, dass wir zwei Heizungen, also pro zwei Ställe jeweils eine Heizung haben und das Ganze mit einem Lüfter in der Mitte austauschen. Stromtemperatur. Also, hier kommt eine Lüftung rein, da kommt eine Lüftung rein und hier kommt eine Lüftung rein und dann gibt es hier eine Heizung und hier eine Heizung. Und die wird sich dann da anschließen. Das kann im Leben nicht funktionieren, da ist noch ein Stückchen Stromkabel drin. Das reißen wir mal ab. Und dann kann sich die Heizung da oben verbinden. So, ein Waffenhändler als Karawane. Wir haben momentan nur das Schwert und wir werden wohl keine Waffen kaufen. Wir stellen ja selbst her, was wir brauchen. Von daher muss ich mit denen nicht reden. Und es wird Heu geerntet. Das ist schön. Das ist sogar sehr schön. Ein Vorschlag war, die Heu- oder das Heufeld nach innen zu verlegen. Das Problem ist nur, hier ist überall Sumpf. Und auf Sumpf geht ja auch keine Anbauzone. Oh, geht doch. Was rede ich da? Ja, dann macht es irgendwie schon Sinn. Dann löschen wir die Zone jetzt. Sagen aber, dass geerntet werden soll. Dann kommt das alles noch rein und wir werden eine neue Anbauzone für Heu im Inneren der Kolonie machen. So, machen wir hier ein bisschen was. Ach nee, da geht's ja eigentlich nicht. Ist ja Blödsinn. Ist ja totaler Mumpitz. Ich kann sie höchstens hier machen. So. Denn hier wollen wir ja irgendwann mal noch vergrößern. Wo ist jetzt die Zone? Da. Direkt ausgeblendet. Hier kommt Heugras hin. Und die Pumpe muss noch ein bisschen stehen bleiben. Ich hoffe, dass das dann auch reicht für unsere Tiere. Schauen wir mal. Gut, hier liegt ja jetzt noch ein bisschen was rum. Das wird noch geerntet. Da kommt auch noch wieder was bei rum. Die Ställe sind gut gefüllt. Da die Tiere sich auch frei bewegen können, können die auch in den Stall gehen, wo noch was liegt. Wenn es hier zum Beispiel leer sein sollte, kein Problem. Ja, und jetzt haben wir hier wieder Luft. Das heißt, wir könnten hier wieder Heu anpflanzen. Aber das habe ich mir gerade überlegt, mache ich nicht. Wir lassen das jetzt hier im Innenhof. Hier können die Tiere dann einfach nur bei Sonnenlicht sich, ja, vergnügen oder besser gesagt aufhalten. Gut, damit ist der Stall für mich auch im Großen und Ganzen abgeschlossen. Brauche ich jetzt, glaube ich, nichts weiter tun, als warten, dass genügend Tiere da sind. Und dann, ja, hat man halt eben irgendwann Eier, man hat irgendwann Wolle, man hat von den Schweinen, auf jeden Fall, Schweinehaut und Fleisch, wenn man die denn dann tötet. Da ist das erste Ferkelchen, zwei, drei Ferkel sehe ich hier wunderbar. Also das läuft auf jeden Fall. Die Ferkel haben auch die Stallzone bekommen. Das ist natürlich die Frage, ob neue Tiere jetzt auch gleich die Stallzone bekommen. Das wäre natürlich schon gut. Ein Piratenschiff ist im Orbit. Gucken wir mal gerade, ein Piratenhändler. Gucken wir mal gerade, ob wir da irgendwie einen Deal machen können. Hier ist ein übles Schwert, das ist gefertigt worden und hat Qualität übel bekommen. Das liegt wahrscheinlich dran, weil Puck die hergestellt hat. Können wir das eigentlich sehen, wer es hergestellt hat? Nicht wirklich. Hier ist ein schäbiges, das ist natürlich echte Geldverschwendung. Aber wir können bei dem Piratenhändler die Dinger verkaufen. Ah, die bringen so gut wie nichts. Die haben nur ordentlich Ressourcen gekostet. Schade. Üble Schutzweste liegt noch rum. Die kann dann auch weg. Ja. Schade. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall mal eben den neuen Platz fertig machen. Den Arbeitsplatz für Puck hier zum Zigarren drehen. Dafür brauchen wir natürlich auch wieder Rauchglas, Rauchblase. Oh, was ist passiert denn hier gerade? Ach, das sind die Waren. Haben wir natürlich gerade nicht. Rauchblatt zum Herstellen. Möchte eigentlich nicht, dass Puck hier arbeitet. Können wir das einstellen? Nicht wirklich. Ne? Es gibt eine
Ja, da oben Stufe Handwerk. Doch, können wir einstellen. Dann gucken wir mal eben bei unseren Leuten dabei. Also Riesling ist der beste Handwerker, das ist ganz klar. Charakter. Ja, Charakter, Handwerk ist 16 und bei Puck ist Handwerk 7. Das heißt, wenn ich hier am Mechaniktisch bei den wichtigen Aufgaben wie Repetiergewehr und Schutzweste einstelle, dass die Handwerkstufe mindestens 15 sein soll, dann fängt Puck erst damit an, oder wir können ja auf 13 stellen, dann fängt Puck auch erst damit an, wenn er die Stufe erreicht hat. Das müssen wir natürlich jetzt bei der beim Repetiergewehr auch noch einstellen. So. Und im Grunde auch bei der Schneiderei. Kora ist ja auch noch Handwerker. Gucken wir nochmal nach, was der für ein Skill hat. 7. Da wird ja aus dem Staubmantel wahrscheinlich auch nicht viel. Ich würde auch hier sagen, dass wir die Qualitäten einstellen. Wobei, wir haben zwei überlegene Hosen, aber wer hat die jetzt hergestellt? Das ist halt die Frage. Hat die tatsächlich Gora gemacht? Ich glaube es irgendwie nicht. Moment, der bringt einen Staubmantel und der bringt ihn hier hin. Das heißt, er ist schäbig geworden. Nee, okay, komm. Dann stellen wir diese Aufgaben auch noch ein. Und zwar soll hier erst eine Arbeit mit mindestens Fähigkeit 11. Ein bisschen früher schon. 11. 11. Und 11. So, also jetzt machen nur gute Handwerker die wichtigen Sachen fertig. Moment, Gora geht jetzt nochmal hin und fängt nochmal an. Ja, wahrscheinlich, weil der Auftrag noch am Laufen war. Dann lassen wir ihn das noch eben machen. Komm, das ist okay. Aber der wird wahrscheinlich auch wieder hier landen, dann der Staubmantel. Das ist ein Kragenhemd, das hat Riesling angefangen. Das können wir liegen lassen. Riesling wird dann ja wieder arbeiten gehen, wenn wir ihm sagen, dass er das tun soll. Ich habe zu viele Einsen, wurde mir gesagt. Stimmt schon, ich kann hier natürlich auf 2 stellen, die stelle ich auf 4 und so weiter, aber ist im Grunde wurscht, wie rum man das jetzt macht. Es ist, so wie ich es mache, in Ordnung. 1 ist natürlich so die Top-Priorität, ja, aber ist es ja nun mal auch. Aber wie gesagt, ob ich jetzt das auf 4, das auf 3, das auf 3 stelle und das auf 4, damit ich hier die 1 auf 2 stellen kann oder ob ich so lasse, das macht nichts, macht jetzt keinen Unterschied wirklich. Von daher lasse ich es genau so, wie es ist. Und wir gucken mal ganz kurz. Was wollte ich denn jetzt eigentlich schauen? Genau. Gora macht Schneider mit Prio 1. Das macht dann ja nicht wirklich Sinn. Machen wir auf Prio 2. Und bei Riesling machen wir die Handwerke entsprechend höher. 1. Schmieden. Komponenten stellen wir noch gar nicht her, aber stellen wir auch auf 1. Handwerk generell auf 1. Und dann nehmen wir ihn einfach dafür beim Bauen so ein bisschen zurück auf 2. Die Aufgaben hier oben, die sind ja irgendwann auch fertig, ja. Da geht es ja nur darum, dass wir erstmal wieder ein bisschen was von allem im Lager haben. Den nicht fertigen Mantel, den werde ich löschen. Und auch das andere Teil, was angefangen war. Das hier hat, glaube ich, auch Puck angefangen. Das können wir auch abbrechen. Und dann soll Riesling jetzt mal Handwerk machen. Okay. So. Ja, dann soll es das für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben einige Sachen verändert, auch aufgrund eurer Vorschläge und Ratschläge. Selbstverständlich, wisst ihr, lese ich alle eure Kommentare und gehe auch darauf ein, sofern ich das hier im Spiel gut umsetzen kann und möchte. Wenn ich das etwas anders sehe, dann übernehme ich nicht immer jeden Ratschlag, aber ich gebe mir schon Mühe, das so ein bisschen auch umzusetzen, was ihr sagt. Hier diese ganzen Änderungen mit dem Handwerk, das kommt irgendwie von euch. Dann, dass wir hier die Anbauzone des Heugrases reinholen, damit es hier draußen nicht so weite Wege gibt. Das kommt auch von euch. Viele andere Dinge. Auch das Umbauen der Verteidigung war im Grunde angeregt durch eure Kritik. Und von daher soll mir bitte niemand sagen, ich würde nicht auf eure Vorschläge hören. Ich kann nicht alles immer beantworten, ja, aber ich lese es alles. Es bleibt also immer irgendwo auch im Hinterkopf so ein bisschen was hängen. Auch habe ich in dieser Folge nicht die ganze Zeit auf der höchsten Geschwindigkeitsstufe gespielt, lieber Thomas. Und ich hoffe, dass euch das dann auch gefällt. Okay. Ja, bleibt nur noch Daumen zu drücken, Kommentare zu schreiben und euch einen schönen Tag zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. Euer Doc. Ciao.